macht nur 5. Müsste ich 2 vorfahren. Kann der halt wieder auf mich schießen. Ach, komm schon. Habe ich noch eine Rakete? Ist das nächste Runde einsatzbereit? Seine Rakete? Ist auch als nächste Runde bereit. Er macht 6 Schaden. Er macht nur 5. Er schießt bei dem Panzer als platt. Du schießt mal den Panzer da platt. Danke. Du schießt mal das Schild von dem weg. Damit kann man Artillerie wieder vorfahren und auch mal so reinschießen. Gut. Du kannst den Punkt hier einnehmen. Und es spawnt noch mehr Truppen. Na klar, warum nicht? Der kann auch zu weit schießen. Das ist doch kacke. So, kannst du eine Rakete jetzt wieder benutzen? Du machst 10. Schieß mal auf den da. Du machst nur 9. Natürlich machst du nur 9. Ich konnte dir auf die Idee kommen, dass du tatsächlich 10 schaffst. Auch Panzer, die halten halt auch nichts aus. Die machen auch so wenig Schaden. Oh, weil ich die auf 13 gedrückt habe. Eine höhere Reichweite ihnen gegeben habe. Ich darf meine Artillerie halt nicht vorfahren. Das ist doch kacke. Hier. So, einnehmen. So für eine halbe Runde kann ich es mal wieder einnehmen. Och ja. Er holt wahrscheinlich gleich noch mehr Truppen, ne? Ja, natürlich kriegt er noch mehr Truppen. Hallo? Die steht da immer noch sicher. Merkwürdige Sache, aber okay. Ich brauche jetzt mal ein paar Panzer. Hilft hier alles nichts. So, ihr macht 3, 6. Ihr macht so oder so nicht genug Schaden. Wie kann er nicht angreifen? Ich hoffe, ich habe nichts über sie abgewehrt. Ah, er hat immer noch dieses Schild drauf, ne? Ja, komm! Jetzt müssen wir da noch Truppen für hernehmen, das abzuwehren. Leicht. Mhm. Definition von leicht sollten die Entwickler nochmal nachschlagen. Das kannst du doch vergessen. Naja, jetzt schießt. Komm. Das kannst du doch vergessen. Leicht. Nein, einfach. Wie sieht denn dann schwer aus? Das ist Forschung abgeschlossen. Oh. Was habe ich denn erforscht? Ach, Artillerie irgendwas, ne? Waldmanöver. Waldbewegung. Waldmanöver müsste ich auch mal. Das kostet halt alles einen Haufen Kohlen. Das geht halt.
Gucken wir uns mal die sehr schwere hier an. Die schwere. Die Grafik ist nicht sie. Ach komm, warum rede ich überhaupt mit euch? Oh ja, geil. Warte mal, habe ich nicht Kampfhubschrauber? Richtig, ich habe keine Atmosphäre. Und ich habe 5 Punkte. Willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Der Ork scheint nicht sehr herausfordernd, der Feind keine Artillerie kontrolliert. Was? Ich kann mit meiner Artillerie nicht so weit schießen. Warte? Nee, das kann ich doch vergessen. Was riechst du überhaupt? Was ist bitte schon der Scharfschütze, hä? Was will dieses Spiel mich jetzt schon wieder verarschen? Warum habe ich den Jeep da hingesetzt? Keine Artillerie. Ich glaube, es hackt so ein bisschen bei dir, Spiel. Ich glaube, ich muss bald mal wieder jemanden bannen aus meinem Chat mit seinen dummen Kommentaren. Überlebt er? Ne, überlebt das nicht. Alter, wieso machen die bei dem so viel Schaden? Interessiert Vasili, was ich im Lagerregister gefunden habe. Da steht, dass ein schweren König reichs mit Japaner Munition haben. Genauso ein, wie sie ihn eins fuhren. Und? Fürst, wenn dort wirklich ein schwerer Panzer ist, bitte sie, mich im Schlachtfeld einsetzen zu lassen. Ich habe genug Erfahrung, um ihn selbst zu steuern. Heißt das, ich darf jetzt eine neue Einheit einsetzen? Oder muss ich muss erst das Ding einnehmen, vermutlich mal. Ja. Rückzug, Neubeginn. Ja, Stefan hat keine Ahnung und ich werde ihn demnächst bannen, wenn er weiter so macht. Wo hatte ich denn dieses Fahrzeug hier? Jetzt habe ich... Was? Wo war dieses... Wo kam dieses Fahrzeug her? Nein, ernsthaft, wo kam das her? Habe ich das gesetzt? Möglich wäre es. Ich habe es nur wieder nicht mitbekommen. Also ich finde die Maps so ein bisschen zu klein. Die müssten größer sein. Ja. Ach, doch, ich. Telefonstände. Ja. 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 Ja, nimm's doch mal ein, du Spaß. Das ist nicht so schwer, ne? Ich weiß zwar nicht womit, aber hey. Flugzeuge kann ich ja nicht einsetzen. Und die spawnen wieder 2 Milliarden Einheiten nach. Muss ich einfach nur dieses Ding erreichen oder? Wie sieht das aus? Die Reichweite von diesen scheiß Fahrzeugen. Ich will dieses Depot nicht erreichen. Wenn er wieder 2 Milliarden Truppen spawnt, ne? Egal was der Feind hat, er hat immer noch mehr. Ich weiß, die Karten sind so ein bisschen zu klein in dem Spiel. Das ist so das Hauptproblem. Ja. Er hat keine Artillerie. Und was ist bitteschön ist denn das? Reichweite ohne Ende. Er hat keine Artillerie. Ah. Bildest du nur ein, die 2 Milliarden Reichweite, die die Einheit hat. Ist die blaue Spielfraktion auch einen schweren Panzer mit Doppelgeschütz? Ich weiß ich nicht. Bisher habe ich noch keinen. Aber ich habe auch keinen. Ja, Alter.
Ich kann nichts in die Schlacht werfen. Ich bekomme 7 AP. Das ist doch eine Lüge. Oh ja. Ja, ja. Mhm. Alter. Feind hat keine Artillerie. Ja, für mich auch. Habe ich gesehen, wie er keine Artillerie hat. Seine Artillerie mich fast schon alleine meinen Transporter gekillt hat. Habe ich gesehen, wie er keine Artillerie hat. Selten so wenig Artillerie gesehen. Alter, die haben 7? Was sind denn das für Cheeps? Soll ich da denn mithalten? Fallschirm noch nicht so leicht für unser Feind, ist neuartige Truppen. Ach! Das ist doch nicht wahr! Junge! Jetzt muss ich nur noch irgendwas auffahren, um das da aufzuhalten. Das mit einem hübschen, klassischen Panzer. Und einem hübschen klassischen Cheep Cheep und sicherheitshalber noch einen. Was? Der kann. Oh. Alter, was sind denn das jetzt alles noch für Missionen? Du wirst irgendwo eingequetscht und kannst nichts raus. Ah, oh, komm schon. Mhm. Das ist irgendwie kein Unterschied zu einfach. Das sollte das Spiel nochmal überarbeiten, das Balancing. Was wahrscheinlich nicht passieren wird. Ich habe auch keine Kampfhubschrauber. Ich kann gar keine Lufteinheiten einsetzen. Das ist schon mal ein Problem. Kann ich da links rum? Rechts rum. Ja, ja. Er hat keine Sniper, ja. Was bitte schön halt das da sein dann? Ja, es ist schön, dass da Lager irgendwas ist, aber da komme ich ja auch nicht ran. Das nimmt ihr sofort ein und dann komme ich da nicht mehr durch die Massen durch. Boah, der macht halt 8 Schaden mit einem Schuss. Jetzt könntest du mal bitte die Rakete wegpacken? Und packst du die manchmal aus. Ich könnte rechts rumfahren, aber dann ist mein Schiff halt da links unbewacht. Und ich komme ja, ich müsste mit der Rakete, oh, ich müsste, der Kanzler ist nicht stark genug. Vielleicht soll die Artillerie mehr Reichweite bekommen statt ein Panzer. Ich habe der Artillerie schon mehr Reichweite gegeben. Ich habe auch schon mehr Reichweite erforscht. Aber ich kann nicht alles gleichzeitig erforschen. So fehlt mir das Geld. Meine Ressourcen habe ich, aber Geld nicht. Wieso lebt er? Hast du nicht aufgepasst im Let's Play? Oh. Ne, scheiß Hangerding. Nein, da. Artillerie. Die hat schon einmal Reichweiteerhöhung. Ne, Moment. Basisangriffsreichweite plus 1. Ich habe auch schon irgendwas erforscht, damit die noch mehr Reichweite hat. Nein, nicht da. Bald bin ich denn da schon mit der Forschung? Ne, noch nicht. Ne, da konnte ich noch nichts erforschen. Okay. Ich habe Unterstützung 1. Das Problem ist, ich brauche auch noch Geld, damit ich dann demnächst mal wieder hier nach unten erweitern kann. Moment, ich habe da noch einen Tunnel, ne? Dann brauche ich kein Geld, um das demnächst zu erweitern. Hoffe ich. Stimmt, ich wollte noch ein Lager bauen, weil meine Ressourcen schon wieder voll sind. Ne? Weil die ständig voll sind. Ja toll, ein Tag zu 1 Stunde. Uff. Ich
müsste schon wieder da hochfliegen, um da aufzuräumen. Ach komm, ey. Nach der Mission da. Zur Basis, so. Nein, wieso kriege ich immer da drauf? Ich meine, so, was wird denn da gerade erforscht? Da wird schon Einheitenverbesserung erforscht. Artillerie. Noch mehr Artillerie. Ich könnte auch fürs Löwenherz mal noch aufrüsten. Schutz. Das wäre natürlich auch viel schön. Das Problem ist, ich kann nicht alles aufrüsten gleichzeitig. So bräuchte ich mehr Gebäude, die ich mir nicht leisten kann. Wenn man erstmal ein Gebiet säubern könnte. Ja, das Problem ist, die greifen dann halt einfach wieder neu an. Das ist. Ich vermute mal, ich müsste diese schweren Missionen vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich ja auch schon. Ich könnte höchstens wieder zurückfliegen und da verhindern versuchen. Ja, das ist auch wieder diese Kack-Mission. Rückzug. Laden wir das nochmal. Ignorieren wir mal den Schlacht da unten und fliegen wieder nach da oben. Da beginnt ja in 22 Stunden auch Spaß. Aber ich bin früher da. Ich bin schneller als ihr. Zur Basis, so. Forschung. Ich bräuchte noch mehr Reichweite. Jetzt machen wir erstmal Angriff plus 1. Zur Karte. Gas geben. Angeblich ist das leicht, einfach. Also. Ach, das war diese kack kleine Insel. Aber ich habe Kampfhubschrauber. Das wird bestimmt großartig. Kampfhubschrauber, Unterstützungshelikopter, 7 AP, Alter. Können die wenigstens was? Das ist jetzt sehr relativ. Sie haben natürlich schon alles. Moment mal, wie viel Schaden machst du? 5. Nicht bis zu dem Ding. Okay, muss ich dich anders setzen. Nein, bist du rückgängig hier. Die setze ich dahin und den Kampfhubschrauber dahin, dann bin ich bereit. Nein, bin ich nicht, aber hey, sag's keinen. Ich kann nicht darüber schießen, oder? Nein. Alter, diese Reichweite von den Dingern. Die können jetzt von da auf mein Schiff schießen. Leicht, ja? Einfach. Ja, ich sehe schon, wie das einfach ist. Ich weiß gar nicht, warum so ein Problem sein sollte. Ich verliere jetzt direkt, oder? Nein, die KI ist nicht intelligent genug. Ich darf noch eine Runde länger leben. So, je. Alter. Die können halt von da aus einfach mal ein Ding einschießen, wenn ich heißt jetzt. Ja, und jetzt habe ich schon verloren. Jetzt schießen die nämlich nochmal rein und. Sag mal, nach welchem Prinzip funktioniert das Balancing hier? Nach gar keinem.
Das da mal ein. So, hier ein Jeep, der das da einnimmt. Und kann Artillerie in die Luft schießen? Keine Ahnung. Artillerie. Ich habe gar nicht die Reichweite, um das da zurückzuschießen. Nee, die habe ich gar nicht. Und da sind die Scharfschützen. Die ich nicht treffen kann, aber die mich gleich richtig treffen können. Na, das kann ich nicht, weil... Ja. Der hat ja ein Schild.